Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Gümer TV. Heute ist es wieder soweit. Wir machen eine Hofrunde. Wir haben den 23.05., ein sogenanntes Monatsupdate. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, auf der Hausmesse gesprochen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Es ist echt viel passiert. Ich werde heute auch mal über Zahlen sprechen. Wie lief der Verkauf oder wie läuft der Verkauf? Wie lief der Bestand? Wie ist die Service-Situation, die Vermietsituation? Und wir werden konkret auch mal unseren Bestand durchgehen und uns so ein paar Fahrzeuge rauspicken, was gerade so angebotsseitig, bestandseitig auf dem Handelsplatz los ist. Keine Ahnung, es gibt ja viele Sachen. Wir haben auf ein paar Videos jetzt schon reagiert. Insolvenzen und hier und da und das und das. Und wir wollen euch jetzt konkret sagen, wie gerade die Marktlage ist, wie es bei uns aussieht und was bei uns gerade Phase ist. Ich kann jetzt für uns sprechen, auch ein bisschen für Mannheim noch. Seid gespannt, heute wird mal wirklich wieder Real Talk gemacht. Heute gehen wir mal, gucken wir mal wieder hinter die Kulissen und die ein oder andere konkrete Zahl werdet ihr von mir auch hören. Also wahrscheinlich was Spannendes dabei. Wir starten wie immer vor unserer Urban Camper Baureihe bzw. unserem Urban Camper Platz. Da ist tatsächlich auch einiges passiert. Wenn wir hier auf der linken Seite gucken, denkt man erst wahrscheinlich nicht. Crosscamp ist tatsächlich noch etwas ruhig mit dem Opel Zafira als Basisfahrzeug. Ich denke mal, dass das eine preisliche Thematik hat. Wir sehen aber, also meiner Meinung nach ist es ein schönes Auto, aber ist tatsächlich aktuell noch relativ ruhig. Hier vorne kann man eins sehen, der Touring, der hinten dran steht bei dem Leica, der ist verkauft. Auf der rechten Seite haben wir unsere Cosmo Urban. Da ging jetzt auch der ein oder andere über die Hausmesse. Und dann, das finde ich persönlich ganz interessant, wenn wir hier hinschauen, dann sieht es hier tatsächlich etwas mau aus. Hier ist eine Lücke. Generell haben wir hier mehr Platz. Das heißt, im Camper-Bereich wurden einige Fahrzeuge abverkauft. Muss auch ehrlich dazu gestehen, wir haben richtig attraktive Preise bei den Fahrzeugen. Also sehr viel Spaß haben diese Geschäfte auf jeden Fall nicht gemacht. Aber jetzt hier Detlefs Globevan Camp 2 haben wir, glaube ich, nur noch 5 Stück. Da werden jetzt noch mal welche von hinten nachgezogen. Also eine sehr positive Entwicklung, was das angeht. Da habe ich auch mal so ein paar rausgeschrieben. Und zwar, nee, habe ich mir, glaube ich, einfach nur aufgeschrieben. Ja, nee. Liegt auch einfach ein bisschen an der preislichen Situation. Fahrzeug hier zum Beispiel 64.000 Listen Neupreis und ca. 11.000 Euro Rabatt, also quasi 20%. Wir haben auch gerade eine Sale-Aktion laufen. Könnt ihr auch gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen für beide Betriebe, für Mannheim und Wertheim. Da gibt es gerade wieder richtige Deals. Wir gehen jetzt auch wieder bewusster in die Kommunikation rein. Wie gesagt, Urban Camper auch einiges passiert. Dann haben wir unseren Hümer-Bereich. Bei Hümer ist der Bestand, also gerade bei den Reisemobilen, wenn ich jetzt mal hier so nach hinten durchgucke, tatsächlich sehr verhalten. Also ist ein guter, gesunder Bestand. Wir haben noch ein paar MCTs, ein paar Masterline, aber alles so, wie es sein sollte. Ein 680er, ein 87er MLT. Haben tatsächlich sogar noch ein 2023er Modell, also preislich noch etwas attraktiver. Wenn wir uns den hier anschauen, MLT, also Masterline T87 für ca. 161.000, also auch eigentlich ein stolzer oder ich sag mal ein guter Preis, ca. 10% Rabatt, also auch ein guter Deal, den man hier haben. Auch hier, der ist schon verkauft, ja, könnt ihr mal sehen, ist auch was passiert. BMC i690, auch ein echt geiler Deal für 165.000, sogar mit Hubstützensystem integrierter. Schauen wir mal rein. Einfach für euch, weil es auch gewünscht war, dass man in den ein oder anderen Hümer mal reinschaut oder in das ein oder andere Fahrzeug. Da bekommt ihr einfach mal einen Blick rein. Auf jeden Fall, ja, nach wie vor ein sehr schönes Fahrzeug und auch das allgemeine Stigma, dass das alles so teuer geworden ist, das ist nicht bei jedem Fall. Also es gibt noch gute Deals, die ihr auf jeden Fall finden könnt. Also dann haben wir da mal ein Masterline, dann ist da mal ein Whiteline. Wenn ihr mal seht, da hinten der Silberne sind die letzten Hümer Mercedes, also so circa 20 Hümer Wohnmobile. Vom Bestand her ist das eigentlich relativ gesund, so sollte das eigentlich auch sein. Auf der anderen Seite sehen wir dann unsere Campervans, das ist sehr viel geworden. Campervans generell vom Umsatz her mehr geworden, also vor allem haben wir noch Hümer Free ganz viele. Wir hatten damals auch relativ viele bestellt, von 14 sind wir jetzt runter auf 7 gekommen, also auch eine gute Zahl, auch wenn wir trotzdem noch 7 Free gerade haben, die wir auch gut einpreisen, wo wir auch attraktive Angebote haben, sind wir ganz offen, einfach, dass ihr auch
sich gut verkaufen. Ja, Globetrail 590 waren ja so ein paar Sorgenkinder, hat sich auch jetzt durch die Detlefs-Aktion echt ausgedünnt. Also 3 Stück haben wir jetzt gerade noch dastehen, die tun uns jetzt auch nicht großartig weh, also da auf jeden Fall auch kein Problem. Zum Globetrail, da muss ich nicht viel sagen, da haben wir jetzt endlich mal eine gute Auswahl an Campervans da. Verschiedene Grundrisse, verschiedene Bäder und so weiter und die laufen eigentlich auch ganz gut. Also die haben noch nicht so viele Standtage und sind eigentlich auch bei den Kunden immer relativ beliebt. Haben wir jetzt auch zu der Messe einige abverkauft. Da, wie gesagt, Zahlen bringe ich euch dann zum Schluss dann noch mal ganz konkret. Dann ein spezieller Deal, das ist der EcoVip 600, den wollte ich euch nämlich zeigen. Leica Campervan. Wir haben den 540er schon abgedreht, entweder kommt er danach oder davor, vor dem Video. Hier jetzt in dem Fall 6.000 Euro Rabatt bei dem 600er. Wir haben sogar auch einen EcoVip Campervan, der hat 10.000 Euro Rabatt. Also wie gesagt, unten in der Videobeschreibung seht ihr unsere Sale-Aktion und findet dann auch diese attraktiven Angebote, die ich jetzt euch hier zeige. Wir werfen mal einen kleinen Blick in das Fahrzeug rein. Das Design ist außergewöhnlich, ist ein bisschen spezieller. Das mag dem einen oder anderen gefallen. Ich finde es eigentlich schick, hat auch einen Charme. Viele bemängeln bei Leica so ein bisschen auch die Verarbeitung. Da haben wir auch gesagt, sind wir auch im Video ein bisschen drauf eingegangen. Der 600er zum Beispiel, der steht ganz gut da. Und Preis-Leistung ist top. Ihr müsst überlegen, ne? So ein EcoVip Campervan ist halt voll isoliert. Hier stehen wir jetzt vor unseren Axis-Modellen. Hymer Axis hatten wir auch noch relativ viele Anfang des Jahres, hat sich auch einiges getan. War eine tolle Messe, ist auch was passiert. Hymer hat uns auch ein bisschen unterstützt, also war eine schöne Aktion, die wir da gemacht haben. Hatten eine gute Aktion. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 dastehen und ich glaube, einer davon ist verkauft. Der hier steht vom Freddy. 4 Axis oder 5 Axis müssten es noch sein. Ist wirklich im Rahmen und werden wir wahrscheinlich bis Ende des Jahres auch noch verkauft kriegen. Nach wie vor sind die Angebote beim Axis aber auch gut. Also da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Meiner Meinung nach auch ein schönes Fahrzeug, wenn ihr hier seht. Axis T474 für unter 90.000. Klar, der hat vielleicht mal 80 gekostet, aber wir sind da auch schon entgegengekommen, um da halt auch gute Verkaufszahlen zu erzielen. Dann unsere Sunlight Campervans, wenn ihr mal schaut, es sind dann doch relativ viele. Wir haben, also hier geht's los bei dem Grauen, die 2x4x4, die wir jetzt noch haben von Sunlight und dann geht's durch. Das hat einfach den Grund, weil wir an dieses Produkt glauben. Der 640er da hinten, der müsste jetzt auch verkauft sein. Die Campervans, die laufen einfach ganz gut bei Sunlight. Vor allem die Entries, wenn wir sie hier haben, so ein 540er oder 640er, da sind wir einfach, da brauchen wir einfach einen gewissen Bestand, dass da auch gut was abverkauft wird. Jetzt so bei Sunlight habe ich da eigentlich weniger Bauchschmerzen. Das hier ist jetzt tatsächlich so ein bisschen unsere Sorgenecke. Wir haben hier noch 23er Modelle stehen. Nicht, dass ich das schlecht finde, weil 23er Modelle oder ältere Modelle heißt auch immer einen guten Preis. Ein Just 90 zum Beispiel noch für 70.000. Wenn ihr es mal vergleicht mit dem heutigen Sunlight, dann habt ihr, also wie gesagt, ein Sunlight T68 oder wie man es dann auch schimpft, kostet auch über 70.000 Euro. Und beim Just ist dann halt einfach noch mal eine schönere Verarbeitung dabei. Aber trotzdem stehen die Fahrzeuge ganz gut da. Also wie gesagt, der hier zum Beispiel für 69.000. Ihr könnt noch mal reinschauen. Finde ich ein schönes Interieur einfach, schön gemacht. Auch sehr basic gehalten, haben wir ein paar Modelle dastehen auf jeden Fall. Nicht zu vernachlässigen, finde ich. Also ich finde sie gut gemacht. Stehen aber einfach bei uns da. Wie gesagt, 23er Modelle, preislich einfach noch attraktiv. Dafür, was ihr halt kriegt, einfach noch mal eine höhere Verarbeitung, bisschen schöner gemacht. Dann haben wir einen Puls Classic. Dann hier sind unsere Alpa-Modelle. Wir haben einen Grand Alpa, wir haben den Alpa XL. Wir haben dann hier noch mal den i6820, wo wir uns auch freuen, dass der da ist. Der kurze integrierte, der wird wahrscheinlich dann auch gut funktionieren. Puls Classic haben wir dabei stehen. Da können wir auch mal Preis gucken. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Hier für 96, 99 sind halt teilweise sogar noch ein bisschen günstiger. Wir haben den Globus i1, wir haben den Globus i6, wir haben den Detlefs Trend, wir haben sogar noch ein älteres Trendmodell oder ein, zwei ältere Trendmodelle und natürlich auch den neuen Detlefs Trend.
Ich bin auch ganz ehrlich, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Wir wissen nicht so ganz, warum es bei Detlefs etwas verhaltener ist als bei anderen Herstellern, denn ich finde die Fahrzeuge wirklich schön. Und wir glauben einfach, dass es ein bisschen am Marketing und der Bekanntheit liegt. Denn wir haben jetzt gerade schöne Detlefs-Modelle einfach noch da. Und auch bestandseitig sind wir gut aufgestellt. Eine schöne Auswahl, sehr facettenreich. Auch hier jetzt eben noch ältere Modelle. Nicht, wie gesagt, das klingt immer so negativ, aber das heißt ja auch, dass ihr da einfach noch Zugriff auf Modelle habt, die es halt so nicht mehr gibt, die so nicht mehr verkauft werden. Hier zum Beispiel der Detlefs Trend mit 10% Nachlass. Ich mache hier mal die Tür auf. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ist halt, wie gesagt, ein klassischeres Design. Finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Also dem einen oder anderen wird es mit Sicherheit gefallen. Und was Detlefs halt gut kann, gerade jetzt in der Trendbaureihe, ihr habt einfach eine hohe Verarbeitungsqualität, aber auch generell eine gute Qualität, eine Beständigkeit einfach in den Produkten drinne, wo halt wirklich dann so diese Mittelklasse ganz gut abgebildet ist. Was ist beim Hersteller Leica passiert? Über Leica haben wir jetzt schon öfter mal berichtet. Letzter Zeit ist tatsächlich mal der ein oder andere auch gefallen, der Verkauf. Es funktioniert gerade etwas schöner als gut. Wir haben auch immer noch starke Deals am Start. Ihr müsst ja bedenken, der Leica EcoVIP ist ja nicht nur ein Mittelklasse-Wohnmobil, sondern der hat auch wirklich viele Premium-Gimmicks, zum Beispiel den Doppelboden. Hier der Leica L3009, ein Fahrzeug mit 7 Meter Doppelboden für 95.000. Also das ist echt konkurrenzlos. Und ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass das in Leica wirklich schön finden. Ja, ihr könnt mal einen Blick reinwerfen. Ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber mit Sicherheit wird es da auch Liebhaber geben für das Design. Und ich sag's noch mal dazu, Doppelboden ist mit drinne, winterfest und einfach auch ein bisschen geguckt, dass hochwertige Materialien verwendet wurden. Du willst in Sachen Camping auch mal hinter die Kulissen schauen? Dann ist unser Podcast Inside Camping wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Spannende Gäste, interessante Themen von der Campingtoilette bis zum Wohnmobilstellplatz, alles für dich dabei. Und den Podcast findest du natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, jetzt sind wir im Wohnwagenbereich angekommen. Ihr wisst ja, wir haben die Marke Arriba und die Marke Detlefs. Wir hatten das auch schon viel diskutiert. Die Bestände sind natürlich oder bei uns etwas höher, aber der Wohnwagen ist so ein bisschen, ja, der ist gleich geblieben, teilweise ein bisschen höher, teilweise gehen die Bestände auch etwas runter. Vor allem ganz interessant ist der 820, der hier hinter uns steht. Da gucken wir auch gleich mal rein. Dann haben wir einen Bedouin Scandinavia mit über 20%, einige Camper über 20%, eine Aero über 20%. Und bei Touring, seht ihr ja auch, haben wir nicht nur Auswahl, sondern auch einen relativ guten Bestand. Also da ist jetzt die Frage, was da noch reinkommt. Wir werden uns da auf jeden Fall ein bisschen verhaltener begeben bei Neubestellungen. Aber wenn jetzt jemand eine Neubestellung machen möchte, dann kriegen wir die natürlich auch abgebildet. Das ist klar. Feeling ist auch was passiert. Der hier zum Beispiel, der 470, der ist verkauft worden vom Volker. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein Feeling verkauft. Aber trotzdem haben wir noch 4 Stück oder 3 Stück dastehen. Dort jetzt Preis-Leistung auch eigentlich ganz gut. So um die 10-15% Nachlass kriegt ihr auch auf die Deals. Wenn ihr auch mal reinschaut, ist halt einfach noch ein klassischer Wohnwagen. Aber bin ich auch ehrlich zu euch, Feeling ist jetzt nicht unbedingt der Stückzahlbringer. So, das Flaggschiff, der 820. Wahrscheinlich einer der schönsten 2-Personen-Wohnwagen, die es gibt. So ein bisschen im Bootsstil gehalten. Auch da werfen wir mal einen Blick rein. Wir haben den hier jetzt für knapp 80.000 ausgestellt. Den Preis findet ihr dann nochmal auf dem Link unten drinne. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist einfach meiner Meinung nach ein richtig schöner Wohnwagen. Aber ich verstehe euch natürlich auch, 80.000 Euro ist schon viel für diesen Wohnwagen. Ja, also trotzdem ist es irgendwo meiner Meinung nach gerechtfertigt, wenn man sich die Verarbeitung anschaut und das Design. Aber es gibt auch Wohnwagen in der Größe für 50.000 oder für 60.000. Ja, also das muss man natürlich auch bedenken. Ja, Wohnwagenbereich einmal hier Bedouin Scandinavia 590 RK mit sage und schreibe ca. 9.000 Euro Rabatt. Das heißt, wir haben wirklich an die 20%. Das Fahrzeug hat einen Listenneupreis von 53.000. 9.000 sind ja so um die 17-18%. Auf jeden Fall ein guter Deal. Ja, ganz vergessen, wir schauen mal rein.
könnt ihr euch mal selber von dem Fahrzeug überzeugen, was hier steht. Eine schöne Rundsitzgruppe hier vorne, dann hier französisches Bett und Doppelstockbetten. Eigentlich ein schöner offener Grundriss, ist mit Sicherheit was Besonderes und meines Erachtens einfach immer ein geiles Design im Bedouin Scandinavia. Ein paar Schritte weiter stehen unsere Camper, da haben wir auch tolle Deals. Ich gebe euch mal ein paar Facts, also zum Beispiel der Camper 560 FMK. Das müsste der hier sein. Da haben wir um die 7.000 Euro Rabatt. Wir haben beim Camper 37 FKR auch noch mal einen starken Preis. Dann auch der Nomad 590 BLF. Da gucken wir auch noch rein. Das ist der QSK. So, Camper 560 FMK. Auf der linken Seite eben unsere Stockbetten, Doppelstockbetten. Und wenn wir reingehen, hier hinten französisches Bett, Mittelsitzgruppe und Bad. Eigentlich ein sehr bekannter und wahrscheinlich auch beliebter Grundriss. Aber wie gesagt, der steht jetzt auch schon eine gewisse Zeit bei uns. Deswegen halt eben auch dieser attraktive Preis, der dabei entsteht. Und hier dann haben wir noch unseren großen Kühlschrank. Eigentlich finde ich ein sehr schönes Fahrzeug. Dann haben wir natürlich auch unsere Touring hier auf der Seite. Also das müssten jetzt so um die 20 bis 30 Touring, also ich glaube so 25 Touring haben wir gerade dastehen. Davon sind glaube ich 2, 3 verkauft. Hier haben wir zum Beispiel den 542er. Schauen wir mal rein. Den haben wir auch schon abgefilmt. Video packe ich dann euch nochmal hier oben rein, könnt ihr auschecken. Aber hier mal einen Blick rein. Das ist jetzt die Legend-Variante. Die gibt es auch als Urban. Bisschen frischer. Wir haben auch die Color-Modelle dastehen. Ja, einfach nach wie vor ein kultiger Wohnwagen, kann man so sagen. Dann hier Aero, da gab es ja die Detlefs-Aktion, da ist auch ein bisschen was passiert. Läuft auch nach wie vor jetzt noch weiter, haben wir nach wie vor einen guten Preisvorteil, der entstanden ist. Ne, also hier könnt ihr auch mal reingucken. Schönes, frisches Design. Das ist jetzt hier der rote, den haben wir damals auch foliert bekommen von Detlefs, weil wir den einfach irgendwie cool fanden, haben uns gedacht, das ist doch eine gute Idee. Und haben uns dann eben für diesen Wohnwagen entschieden damals. Wir sind jetzt hier bei unseren Nomad-Modellen, zum Beispiel der Nomad 490 BLF. Vorne hier mit einer schönen Panoramasicht aus der Küche raus. Einfach ein kurzer Blick, sollte genügen. Einfach eine schöne Küche nach vorne raus. Der 490 scheint auch ein relativ beliebter Grundriss zu sein. Davon haben wir jetzt noch ein paar da. Der kostet um die 33.990 Euro. So, jetzt sind wir bei unserer Oberklasse angekommen. Hier vorne gleich mal ein Detlefs Esprit. Wir haben endlich mal wieder einen da. Dazu noch den Detlefs Globetrotter XLI. Nach wie vor, da ist jetzt auch gerade in der Schwebe, ob der jetzt auch verkauft wird, weil da gerade ein Angebot drauf ist. Dann haben wir haben übrigens, glaube ich, noch einen sehr interessanten Vermieter, also einen aus der Miete. Ich glaube, der müsste verkauft sein. Und dann eben noch den neuen XLI. Dann unsere Masterline-integrierten, die größeren, also 87. Dann hier der 880. Das ist natürlich auch ein tolles Fahrzeug. Aktuell auch attraktiv da. Auch da waren jetzt ein paar Interessenten da. Mal schauen, ob das was wird. Das würde mich natürlich freuen. Masterline 97 und hier ein ganz besonderes Fahrzeug, nämlich der Niesmann und Bischof Arto 77E. Den haben wir erst gestern gefilmt. Vielleicht kommt das Video danach oder davor, das müssen wir jetzt mal gucken. Aber ein schönes Fahrzeug. Zweiachser, sage ich jetzt mal, also ein normales Reisemobil auf Fiat-Basis, aber Niesmann und Bischof für einen schönen Preis von 226.000, also auch ein bisschen attraktiver als jetzt ein klassischer Arto zum Vergleich. Der 85E, der Doppelachser, der daneben steht, kostet nochmal um die 30.000 Euro mehr für 250.000. Und dann haben wir nach wie vor unser Flaggschiff hier, den Niesmann und Bischof Flair 880. Also auch ein schönes Fahrzeug nach wie vor. Also Flair ist ja gut angekommen bei euch. Und den haben wir eben noch da. Bei den großen Modellen ist es so, das braucht einfach ein bisschen. Ja, also die haben jetzt auch noch keine langen Standzeiten. Das ist hier alles noch sehr, sehr entspannt und human. So, auf der Seite dann unsere Gebrauchtwagenabteilung. Da haben wir den Free 45 Blue Evolution. Wir haben den Arriba Nova 545. Und dann haben wir noch einen Carthago C-Tourer in Zahlung genommen, der auch sehr gut dasteht. Und dort seht ihr jetzt auch, dass es sich ein bisschen geleert hat. Ein XLI oder zwei haben wir, glaube ich, verkauft über die Messe, auch über die Aktion. Und XXLA meine ich.
Zwei XLR haben wir über die Messe verkauft. Trotzdem haben wir jetzt noch ein paar dastehen. Da kommen noch welche nach, die jetzt gerade nicht hier sind. Der ein oder andere ist in der Aufbereitung und so weiter. Also auch gerade Gebrauchtwagenbereich, also Ex-Mieter und so weiter, sind wir relativ fein. Da haben wir gar nicht mehr so viel. Ist echt viel passiert in letzter Zeit. Jetzt kommt noch mal ein richtig spannender Teil zum Schluss. Ich habe mir es hier noch mal etwas gemütlich gemacht. Jetzt reden wir mal Tacheles. So, wir hatten im April eigentlich einen sehr, sehr guten Monat. Ich glaube, das war der stärkste April, den wir bisher hatten. Uns gibt es ja auch erst seit 4 Jahren. Wir hatten eine tolle Frühjahrsmesse. Ich habe es auch in dem Frühjahrsmessen-Video erklärt. Marktzeitig ist es so, dass es im April, glaube ich, sehr stark war. Das war bei vielen Händlern so, wie ich es jetzt verstanden habe. Wir haben ca. 50 Autos verkauft und auch ca. 5 Millionen Umsatz im April gemacht, was echt toll ist. Der Mai ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, gerade nach diesem starken April. Ist das manchmal auch normal. Wir merken jetzt aber, dass es vor allem so zu Pfingsten sich eigentlich wieder auch gerade wieder anzieht. Die Verkaufszahlen, die sind echt in Ordnung. Was immer noch ein Thema ist, ist einfach der hohe Bestand auf den Handelsplätzen. Das ist für euch Kunde natürlich schön, weil ihr viel Auswahl habt. Bei uns, Mannheim und Wertheim, braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, dass wir irgendwie das nicht packen oder irgendwo Insolvenz im Raum steht oder sonst was, überhaupt nicht. Uns geht's gut. Wir werden auch wahrscheinlich auf 2 gute Geschäftsjahre herauskommen, wenn alles richtig läuft. Und ich habe es auch erwähnt. Wir schauen einfach, dass wir als Betrieb immer schlank aufgestellt sind. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie am Personal sparen möchte, aber dass wir, bevor wir irgendwie anfangen, zigtausend Leute einzustellen, immer halt auf die Prozesse schauen und gucken, dass wir halt auch unseren Betrieb relativ schlank halten. So ist er auch gebaut. Wir wollen nicht der Größte werden, wir möchten der beste Caravan-Händler werden, sowohl in Mannheim als auch in Wertheim. Und deswegen ist es für mich einfach wichtig, dass ihr da so ein paar Facts habt und euch auch ein bisschen die Sicherheit zu geben, dass wir auf jeden Fall eine sichere Bank sind. Das kann ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie es in 2, 3 Jahren aussieht, aber aktuell braucht man sich da überhaupt keine Gedanken machen. Stehen ja wohl auch so ein paar Händlerinsolvenzen irgendwo im Raum. Oder es gab wohl auch das ein oder andere Thema, was ich so mitbekommen habe. Und auch, bin ich ehrlich, die Bestandssituation, die kostet auch Geld. Wir zahlen natürlich Zinsen, viele der Fahrzeuge, aber ich sage mal nicht ein großer Anteil, aber ein Anteil der Fahrzeuge ist eben Fremdkapital finanziert. Und mit den hohen Zinsen kostet das eben halt auch Geld. Und nicht jeder Händler packt das, vielleicht ist auch nicht jeder gut oder stark aufgestellt. Das ist immer abhängig von der Situation, aber wie gesagt, Verkaufszahlen gerade auch in Ordnung. Bin jetzt nicht voller Euphorie, aber wir können jetzt uns auch nicht beschweren. Ich möchte da auch einfach sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Man muss auch dazu sagen, die 5 Millionen Umsatz, das ist ja nicht Gewinn. Es ist immer die Frage, wie. Das ist ja nicht alles zum Listenpreis verkauft. Ihr habt jetzt ein paar Fahrzeuge gesehen, wo wir auf jeden Fall auch schon am Einkaufspreis dran sind. Teilweise müssen wir sogar in den sauren Apfel beißen und drunter gehen, einfach um marktgerecht zu agieren. Das ist uns auch immer wichtig, dass ihr gute Preise habt, dass ihr wirklich hierher kommen könnt und sagt, ich werde hier nicht über den Tisch gezogen. Das ist für mich immer ein wichtiger Punkt. Und dann kommt noch das Thema Service dazu. Wir haben gerade relativ gute Servicezeiten. Ich merke auch, dass wieder mehr los ist und wir hatten vor ein paar Wochen auch so das ein oder andere Thema, das sich jetzt aber immer wieder bessert und auch entspannt, was die Ersatzteilversorgung und so weiter angeht. Aktuell sind wir so bei circa 4 Wochen, 5 Wochen, je nachdem in Wertheim. In Mannheim sieht es ein bisschen mehr aus. Das liegt einfach auch daran, dass da die Werkstatt ein bisschen historischer gewachsen ist. Aber ich denke, sehr humane und sehr gute Servicezeiten können wir da bei beiden Betrieben aufstellen. Vor allem in Wertheim bin ich da ehrlich gesagt sehr, sehr selbstbewusst, was das angeht. Vermietung ist auch super. Dieses Jahr läuft es bei uns wirklich gut. Wir haben aber noch freie Plätze, also kommt gerne auf uns zu, wenn ihr da Interesse habt. Wir haben auch den einen oder anderen guten Deal. Jetzt gibt es 8% dann. Unsere Sale-Aktion läuft nach wie vor, also auch auf die Fahrzeuge, die hier stehen, können da einige schöne Deals jetzt gerade schießen, sage ich jetzt mal. Alles in der Videobeschreibung, checkt es gerne aus und ja, sagt mir gerne mal, was ihr von dem Video haltet. Letzte Woche übrigens auch, war alle einigermaßen gut, haben wir so um die 10 Autos verkauft. Wie gesagt, mir geht es darum, dass ihr das mitbekommt, wenn es euch interessiert, wenn nicht, dann vielleicht nicht, aber freue mich jetzt auf den Sommer, auf die Saison. Gerade im Wohnwagenbereich wird jetzt wahrscheinlich wieder einiges gehen. Und wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns einfach ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und natürlich schreibt in die Kommentare, was euch interessiert. Schreibt rein, was für Feedback ihr habt. Das hilft uns immer sehr und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.